Ruhrpott-Stempel fragt Pete Smeed. Gab es schon einmal eine Situation, wo euch Familienmitglieder angerufen haben, weil sie sich für euch geschämt haben? Meine Familienmitglieder haben mich noch nie angerufen und gesagt, dass sie sich für mich schämen. Ganz im Gegenteil. Und sie wissen halt, dass es eine Entertainment-Figur ist, dessen Aufgabe es ist, zu unterhalten und zu polarisieren. Und das ist halt das, was ich versuche auch darzustellen in vielen Momenten. Ja? Das beinhaltet dann auch, ab und zu einfach mal den Kontrapunkt einzunehmen. Einfach nur, damit es einen gibt, damit es halt Diskussionen geben kann. Nee. Die rufen einen an, weil die sich für einen schämen? Also, in welchem Zusammenhang denn? Jetzt für irgendwelche Sachen hier im Internet? Ja, Quatsch. Nee. What the fuck? Nicht angerufen, vielleicht mal eine lustige WhatsApp-Nachricht irgendwie geschrieben, sowas wie, hey, hast du wieder richtig gut gekocht bei Pete's Meat Kocht und so ein Scheiß. Aber sonst glaube ich nicht wirklich geschämt, nee. Also, zumindest haben sie es mir nicht gesagt. Nee, das hatte ich noch nie. Dass mich Familienmitglieder anrufen, weil sie sich für mich schämen, hatte ich noch nie. Ich versuche auch Situationen zu vermeiden, wo Familienmitglieder sich für mich schämen müssten. Also das ist nicht unvermeidlich bei den ganzen Sachen, die wir hochladen, aber ich versuche es zu vermeiden. Ich will halt nicht peinlich sein oder ein Arschloch oder irgendwie sowas. Ist noch nicht passiert. Nein. Nein, meine Mama hat mich noch nicht angerufen, um mir zu sagen, was für krasse Kochkünste ich habe. Nee, meine Mama hat nur mal beiläufig erwähnt, dass sie meine kreative Lösung bei einem Kochformat sehr unterhaltsam fand. Nee, aber dass man sich schämt? Halleluja, nee. Ich glaube, so schlimme Sachen machen wir nicht und den meisten ist doch durchaus sehr bewusst, dass das alles zur Unterhaltung dient und dass vieles, was wir so tun und machen und auch sagen, nicht immer so ganz bitter ernst genommen werden muss. Ja, also das... Nee.